Und welche Erinnerungen sind Ihnen an Ihre Haftzeit besonders im Gedächtnis geblieben? Dass es alle Leute, die mit mir zu tun hatten, die waren alle politisch. Ich kam erst dann, nach der, dann 54, oder kam ich erst mit Leuten zusammen, die da kriminell waren. Vorneweg waren es alle politisch. Diese bekannten Bautzen und Cottbus, diese Gefängnisse für politische Strafe, waren zu der Zeit noch nicht. Man war im Prinzip war man mit Kriminellen zusammen, wusste das aber nicht. Und in der Untersuchungshaftanstalt war ja lauter Stasi. Ich glaube mir zum Beispiel, haben sie in einer Nacht alle Konditormeister in Leipzig verhaftet, also 30, 40 Stück, ich weiß nicht wie viel, weil einer und noch der Innungsmeister dazu, der hatte gefälschte Lebensmittel, Fettmagen an seine Kollegen verkauft. Ich kam dann mal, nachdem ich schon verurteilt war, mit einem zusammen. Der war verhaftet worden, weil er eine Eismaschine an dessen Konditormeister, der die falschen Marken hatte, verpachtet oder vermietet hat, verborgt. Und der hat ihm dafür Fettmarken gegeben. Das war also, den Mann haben sie zum Tode verurteilt. Den haben sie aus Westberlin entführt und haben einen Prozess gemacht, so einen großen Saal. Da gibt es also auch noch ein Tonbandprotokoll beim Rundfunk. Das haben die im Archiv, diese Volksschädlinge, die da die Buttermarken haben gefälscht. Und die sind sehr hoch verurteilt worden, lebenslänglich und Todesurteil. Aber den haben sie dann begnadigt. Und der hat aber 12 Jahre gesessen und ist dann eben auch nach dem Westen, nachdem er rausgekommen ist.